meine Lieben, derzeit gibt es eine neue Studie, die so ein bisschen Wind gemacht hat, die man auch immer wieder mal liest. Und gerade passend zu dieser Studie habe ich mir gedacht, ist es an der Zeit, dass wir ein bisschen über neue Süßungsalternativen sprechen. Wir kennen ja alle so die typischen, ich habe auch sehr, sehr oft über sie geredet, Xylit, Erythrit. Dann gibt es wieder die andere Seite, Stevia. Oder wenn man eher so in die natürlichen Süßungsalternativen gehen möchte, dann ist zum Beispiel Ahornsirup bei manchen interessant. Auf jeden Fall wird es um die nicht gehen, weil das sind einfach schon alte Hüte. Erstmal jetzt zu dieser Studie. Um was ging es in dieser Studie? Es ging vor allen Dingen um das Thema, wie schädlich sind vor allen Dingen die künstlichen Süßstoffe wie Aspartam wirklich. Eine ganze Zeit waren die in Verruf geraten, dass man gesagt hat, ah, die sind auf jeden Fall krebserregend. Machen nämlich doch dicker, als man denkt. Aspartam findet man zum Beispiel in ganz, ganz vielen Light Zero Getränken. Und dann gab es wieder eine Zeit, dass man gesagt hat, nee, das stimmte alles gar nicht. Ich meine, das wird ja auch in Literweise in Deutschland getrunken und auf der ganzen Welt. Das kann doch gar nicht so schlimm sein. Und diese Studie ist wirklich jetzt eine sehr, sehr große Studie, die auch meiner Meinung nach viel berücksichtigt hat, wo vielleicht der ein oder die ein oder andere sich gedacht hat, ja, das wurde nicht mit reingerechnet, deswegen kann man das gar nicht vergleichen. Da wurde also auch mit berücksichtigt, wie es mit dem Alter der Menschen aussteht, dem BMI, also ob sie ein bisschen korpulenter waren oder eher nicht, wie viel sie sich bewegen, ihr Bildungsstand und auch, wie es mit der familiären Geschichte von Krebs aussieht, also ob sie sehr, sehr viel Krebspatienten schon in der Familie hatten, sehr viele Krebsaufkommen. Und all das wurde also mit in diese Waagschale geworfen. Man hat also jetzt nicht Äpfel und Birnen miteinander verglichen, sondern man hat geschaut, dass die Menschen, die verglichen wurden, auch wirklich zueinander passten oder ähnlich sind, sodass man ein Ergebnis rausbekommen sollte, was vertretbar war. Und raus kam etwas durchaus Erschütterndes, was schon lange irgendwie im Raum geisterte, aber vor allen Dingen wahrscheinlich die Lebensmittelindustrie immer wieder zur Seite geschoben hat, dass diese künstlichen Süßstoffe eben doch krebserregender sind, als man denkt. Es gab unterschiedliche Ergebnisse, es wurden nicht nur Aspartam getestet, aber am Ende kam halt raus, dass es circa um eine 12-14%ige Erhöhung des Krebsrisikos darstellt für Menschen. Und ich finde das durchaus etwas, wo man nicht sagen muss, so ist es halt, sondern man kann heutzutage ja schon um sich gucken in der Familie und ganz oft ist Krebs halt in irgendeiner Weise schon vertreten. Und da sollten wir jetzt ein bisschen dran anknüpfen an diese Studie. Ich verlinke sie euch natürlich gerne nochmal unten und schauen jetzt mal. Ich habe drei Süßungsalternativen, die relativ neu in Deutschland vor allen Dingen sind. Sie müssen nicht unbedingt neu auf der Welt sein, aber es sind Süßungsalternativen, die entweder gerade Mode kommen oder vielleicht noch auf dem Weg dahin sind. Die Jakon-Wurzel oder Jakon-Pflanze, es wird aus der Wurzel gewonnen, wird bei uns seit 2014, ja, es ist also noch nicht so alt, auch wenn sich das jetzt schon mittlerweile ein bisschen alt anhört, verkauft oder der Sirup eher dazu. Und das ist eine Wurzel, ein Sirup, der kommt aus der Andenregion Peru, wo schon ziemlich viel irgendwie mittlerweile herkommt, wenn es um gesunde Lebensmittel geht. Wenn man jetzt sich mal so überlegt, das sind schon einige Sachen. Warum erst seit 2014? Weil nach neuen europäischen Richtlinien ist es nicht so, dass neue Lebensmittel einfach bei uns in Deutschland aufgenommen werden und dann gucken wir einfach mal, was passiert, sondern die müssen erstmal unter amtliche Beobachtung und wenn das eine Zeit lang geschehen ist, werden sie entweder verboten oder zugelassen. Und so war es eben auch mit dem Jakon-Sirup, der Jakon-Wurzel, die seit 2014 dann als zugelassen in Deutschland galt. Von der Konsistenz her ist der Jakon-Sirup nicht nur vom Aussehen, sondern eben auch von der ganzen Konsistenz sehr ähnlich zu Ahornsirup, Melasse. Und von den Kalorien her auf jeden Fall fast die Hälfte nur, oder ziemlich genau eigentlich die Hälfte von normalem Haushaltszucker. Haushaltszucker hat so circa 390 Kilokalorien, das Jakon-Sirup 196 Kilokalorien. Aber das ist nicht der einzige Vorteil, sondern was ich viel entscheidender finde, ist, dass dieser Jakon-Sirup
mittlerweile auch erhältlich anscheinend als Pulver, sodass es vielleicht dem Zucker etwas ähnlicher ist. Ich habe das Pulver nicht da, sondern nur den Sirup. Dieser Jakon-Sirup ist vom glykämischen Index sehr viel niedriger als Zucker. Ihr kennt diesen typischen weißen Zucker, den man eben zum Backen benutzt. Wer jetzt nichts mit dem glykämischen Index anzufangen weiß, das ist etwas, was bei Diabetikern ein ganz, ganz großes Thema ist. Das ist eigentlich ein Index, der zeigt, wie schnell der Blutzuckerspiegel steigt, nachdem dieses Produkt konsumiert wurde. Und je schneller er steigt und wieder fällt, desto höher ist natürlich auch der glykämische Index und desto mehr zeigt sich, wie schlecht das Nahrungsmittel für Diabetiker ist, aber eben auch wie ungesund es für nicht-diabeteserkrankte Menschen sein kann. Um so einen Richtwert zu haben, normaler Traubenzucker, also ihr kennt ja diese typische Traubenzucker, die man nimmt, um richtig schnell Energie zu bekommen, die haben einen glykämischen Index von 100. Und als Vergleich, Ahornsirup hat 65. Das sind zwei Produkte, wo der glykämische Index also relativ hoch ist. Am höchsten beim Traubenzucker mit 100. Im Vergleich jetzt, unser Jakon-Sirup hat einen glykämischen Index von 40. Natürlich ist es nicht so gering, wie wenn ihr jetzt ein Stück Paprika essen würdet, aber es ist auf jeden Fall schon sehr viel geringer als viele, viele der Zuckersorten. In dem Jakon-Sirup finden sich Fructooligosaccharide. Das ist ein Stoff, den findet man vor allen Dingen in Stevia und sonst nur in künstlichen Süßungsmitteln. Und diese sind nicht nur gut, dass eben der Blutzuckerspiegel nicht so schnell steigt und sie trotzdem süß sind, sondern sie sind auch sehr, sehr gut für die Darmflora. Als letzten positiven Punkt finde ich persönlich noch neben dem Kaliumgehalt, der in dem Sirup enthalten ist, ist, dass er wirklich lecker ist. Es ist nicht etwas, was ich jetzt zum Backen verwenden würde, vielleicht ist es beim Pulver anders, aber ich finde, er schmeckt wirklich natürlich süß, hat keinen komischen Nachgeschmack, passt super gut zu Joghurt oder in euer Müsli, in Smoothies. Aber die negative Seite ist natürlich, dadurch, dass es ein sehr spezielles Produkt ist, ist es auch sehr teuer. Ich verlinke euch es natürlich unten, ihr könnt mal reinschauen. Vielleicht hilft es aber auch, dass man dadurch nicht so viel Süße in seinem Essen nimmt. Unsere nächste alternative Süße ist Glycin. Und manch einer wird jetzt denken, ja, Glycin habe ich schon mal gehört oder Glycin, ist das etwas Süßes? Glycin ist nämlich eigentlich eine nicht essentielle Aminosäure. Was ist eine nicht essentielle Aminosäure? Das ist eine Aminosäure, die der Körper eigentlich selbst herstellen kann. Essentiell wäre sie also, wenn wir sie durch Nahrung oder von außen zuführen müssen. Nicht essentiell ist, wenn der Körper sie selbst herstellen kann. Und Aminosäuren sind Bausteine, die später das Protein ergeben. Und Protein ist letztendlich dann wiederum der Baustein, der vor allen Dingen für die Muskulatur in unserem Körper zuständig ist. Deswegen führen ja Bodybuilder und allgemein Sportler sehr, sehr gern Protein zu. Und vielleicht habt ihr in der letzten Zeit vermehrt von Glycin gehört, weil Glycin ist eben eins der wichtigen Bausteine, wenn es um Kollagen geht. Ist gerade ein bisschen ein Trendprodukt, was viele Frauen vor allen Dingen sich gerne zusätzlich in Kaffee tun, als Pulverform. Und das liegt daran, dass Kollagen zuständig ist für Bindegewebe, für schöne Haut, für schöne Nägel, für natürlich auch darüber hinausgehend Muskulatur, Sehnen. Glycin hat aber noch viele weitere Aufgaben. Unter anderem unterstützt es das Nervensystem, die Bildung von Hämoglobin im Körper und neben der Entgiftung der Leber auch die Verdauung. Und ich war am Anfang auch sehr skeptisch, weil ich eben gedacht habe, man kennt vor allen Dingen Proteinpulver, wenn es nicht gesüßt ist, weil es doch sehr, sehr häufig hauptsächlich künstlich gesüßt wird mit Süßungsmitteln, die man nicht unbedingt so täglich konsumieren will. Da habe ich mir gedacht, kann Glycin dann süß schmecken? Und ich habe es mir dann geholt und es ist wirklich ein wirklich weißes Pulver, was aussieht wie Zucker und es schmeckt auch sehr süß. Also wie man sich das bei Zucker eben vorstellt. Kalorien hat Glycin 304 circa Kilokalorien auf 100 Gramm, ist aber natürlich nicht das gleiche wie Zucker. Diesen Gedanken müssen wir gleich streichen, weil es ist ja eine Aminosäure. Das heißt, diese 304 Kilokalorien ist wirklich Protein, kein Zucker, kein Fett. Im Verhältnis dazu unsere fast 400 Kilokalorien Zucker, die natürlich bei raffiniertem Zucker vor allen Dingen nur Kohlenhydrate sind aus Zucker. Wäre natürlich jetzt schon so ein bisschen ein Gedanke, ob man das nicht einfach so benutzen kann, überall, über Mengen, egal. Wissenschaftlich gesehen sind zwar noch keine Gründe hervorgekommen, dass man eine maximale Menge Glycin am Tag noch konsumieren darf,
Aber es gibt trotzdem Mengenangaben auf den Verpackungen, was man circa konsumieren soll. Das ist zwischen 1 bis 10 Gramm am Tag. Ich glaube vor allen Dingen, das ist eine Empfehlung, weil Glycin wird schon länger in der Lebensmittelindustrie als Geschmacksverstärker unter anderem verwendet. Und deshalb, weil es nicht nur günstig hergestellt werden kann, sondern weil es keine Maximalmenge hat. Das heißt, die Lebensmittelindustrie ist da an nichts gebunden. Normalerweise kommt Glycin vor allen Dingen in so gallertartigen Massen vor, also in Gelatine, aber auch eben in Fleisch. Man findet sie aber auch zum Beispiel in Thunfisch und in Linsen, aber eben in ganz, ganz geringer Menge. Man kann Glycin also aus tierischem Ursprung kaufen, aber eben auch vegan. Ich habe euch unten mein Glycin jetzt verlinkt. Auch das ist nicht billig, muss ich sagen, Glycin in der Reinform. Aber ich habe jetzt unten die vegane Alternative genommen und muss sagen, ich komme mit dieser großen Packung sehr gut klar. Ich mache es eigentlich nur in meinem morgendlichen Tee oder Kaffee. Ich habe damit jetzt noch nicht gebacken oder andere Sachen gemacht, aber ich muss sagen, ich finde es sehr schön, dass es ein wirklich rein süßen Geschmack hat. Das hat keinen komischen Nachgeschmack oder wie das vielleicht zum Beispiel bei Erythrit manchmal ist, dass es kühl, mentholig schmeckt. Und ich habe jetzt auch nicht feststellen können, ob es irgendwie sich komisch auf meine Verdauung oder so auswirkt, weil es ja eher verdauungspositiv ist. Drittes und letztes Produkt, was ich euch gerne vorstellen möchte, und zwar das Tapioca-Sirup. Tapioca auf Deutsch ist ja Maniok, also wird es gewonnen aus der Maniokwurzel. Ihr könnt euch jetzt schon überlegen, die Maniokwurzel ist ja auch etwas, was eher aus Peru und ähnlichen Ländern kommt. Dort gibt es diese Wurzel schon ewig und ist Teil der ganz normalen Ernährung dort. Ich war am Anfang auch etwas skeptisch, weil ich mir gedacht habe, okay, die Maniokwurzel verbinde ich nicht unbedingt mit einer starken Süße, aber eben dieses Tapioca-Sirup ist tatsächlich süß. Das Tapioca-Sirup ist ca. 75% so süß wie Haushaltszucker, aber das variiert auch von Tapioca-Sirup zu Tapioca-Sirup, liegt daran, dass es unterschiedlich verarbeitet wird. Hauptsächlich besteht eben dieses Tapioca-Sirup aus Kohlenhydraten und aus Ballaststoffen. Auf der einen Seite steht Glucose und Maltose, dieser Kohlenhydratkorb. Und auf der anderen Seite finden wir wieder, die haben wir eben schon gehört, die Oligosaccharide, die eben Ballaststoffe sind und verdauungsfördernd. Und es kommt darauf an, wie eben dieses Sirup gewonnen wird. Erst daraus kann man dann letztendlich entnehmen oder das aus dem Produkt entnehmen, wie viel Kalorien es tatsächlich hat, ob es eher den Schwerpunkt auf Glucose und Co. setzt oder eher auf diesen Sacchariden. Das Problem ist natürlich für uns, wir hätten natürlich sehr, sehr gerne mehr Ballaststoffe, weniger Kohlenhydrate, so in dieser Form die Kalorien draufziehen. Aber ich habe nämlich ein Beispiel, was ich selbst eben da habe, was sehr wenig Kalorien hat, 165 Kilokalorien auf 100 Gramm im Verhältnis zu Zucker von fast 400 Kilokalorien, das ist sehr wenig. Ich finde aber, dass 75%ige Süßkraft hier auf jeden Fall nicht mehr gegeben ist. Das Sirup schmeckt sehr mild, hat keinen starken Eigengeschmack. Das ist zwar sehr schön, es hat trotzdem so eine sehr, sehr sirupartige Konsistenz, aber ich finde, dass die Süßkraft sehr, sehr viel geringer ist, wie jetzt zum Beispiel bei Ahornsirup oder eben bei dem Yacon-Sirup, den ich euch am Anfang vorgestellt habe. Der Tapioca-Sirup kann anscheinend auch zum Backen verwendet werden, habe ich selber jetzt noch nicht probiert, weil ich finde, dass vor allen Dingen beim Backen viel Süße verloren geht. Das heißt, man muss noch mehr am Anfang reintun, damit am Ende das Produkt noch süß schmeckt. Und man muss natürlich auch wieder bei Sirup gucken, wie es mit den Flüssigkeitsverhältnissen aussieht, weil es eben keine Pulverform ist. Ich weiß nicht, ob es das Tapioca-Sirup auch als Pulver gibt. Ihr könnt jetzt nicht einfach Tapioca-Mehl nehmen, das ist auf jeden Fall nicht süß. Und es ist nicht ganz günstig. Für mich persönlich gibt es abschließend nicht wirklich nur einen Gewinner. Ich bin ein großer Fan geworden von dem Yacon-Sirup, weil ich ihn wirklich sehr lecker finde. Und ich finde seine Zusätze, die er für die Gesundheit mit sich trägt und den niedrigen glykämischen Index sehr interessant. Aber ich muss sagen, dass Glycin für mich persönlich einfach besser in Kaffee und Tee schmeckt, weil Yacon-Sirup bringt dem Ganzen so ein bisschen den komischen Beigeschmack. Deswegen finde ich die beiden Produkte auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich habe sie selbst im Einsatz. Das Tapioca-Sirup habe ich zwar schon lange da, aber ich benutze es eigentlich fast nicht, weil es für mich nicht überzeugend war vom Geschmack. Vielleicht sind andere Produkte da besser, da könnt ihr gerne mal gucken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!